Wir wechseln die Farbe, das haben Sie bestimmt alle mitgekriegt. Wir sind jetzt bei einem Rotbuntfärber und zwar bei dem Bullen Kehl aus Schleswig-Holstein und vielleicht, wo ist denn der Fanclub hier? War das nicht der Schleswig-Holsteiner Fanclub? Nein. Ihr seid andere Fans, aber auf alle Fälle möchten wir ganz herzlich begrüßen diese Nachzugsgruppe von Kehl. Und das ist auch ein junger, neuer Bulle, ein hoffnungsvoller Outcross-Vererber. Hier auf der Eurotier gibt er seinen Einstand. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, das erste Mal Töchter von diesem Bullen zu sehen. Der allererste Zuchtwert des Bullens weist ihn auf als einen Leistungsvererber mit ganz moderaten Inhaltsstoffen und mit positiven Werten für Eutergesundheit und für Nutzungsdauer. Kehl ist einer der ganz wenigen Komtursöhne. Dieser Bulle Komtur, auch aus Schleswig-Holstein, ist ja vielen von Ihnen bekannt, vor allem denjenigen, die mit Rotbundzucht zu tun haben. Die Kuhfamilie dieses Bullen ist auch erwähnenswert. Sie stammt aus den USA. Eine Rotfaktor-Winchester-Tochter ist hier die Stammmutter aus dem Betrieb Hickory Mia in Pennsylvania. Ein Betrieb, der auch einigen Leuten bekannt sein dürfte, denn dieser Betrieb hat vor allen Dingen durch die Hornloszucht einige der Kühe dort haben auch den Poltfaktor, hat auf sich aufmerksam gemacht und diese Kuhfamilie ist die Stammmutter oder ist der Stamm dieses Bullen Kehl. Ja, und jetzt schauen wir uns diese Damen hier auf der Bühne mal an. Wir können, glaube ich, ganz gut sehen, dass Kehl mittelrahmige Kühe macht, aber dass sie ausreichend Tiefe und Stärke haben. Das zeichnet den Bullen aus. Wir denken, dass der Glanzpunkt der Vererbung aber die Fundamente sind. Sie können das jetzt hier sehr schön von hinten auch sehen. Sie sind optimal gewinkelt, sie sind sehr, sehr gut in der Stellung und sie überzeugen durch klare Gelenke und durch hohe Klauen. Ja, und wer die Kühe auf die Bühne kommen sah, der hat auch gesehen, dass die Kühe sich sehr gut bewegen können. Auch das ist in der linearen Beschreibung sehr positiv ausgewiesen, diese hervorragenden Bewegungsabläufe, die die Kühe sicherlich prädestinieren für moderne Stallsysteme. Insgesamt natürlich auch die Euter, auch das können Sie hier, glaube ich, exemplarisch ganz gut sehen an den drei Kühen. Sind sehr schön fest aufgehängt, sehr drüsig, haben ein hervorragend tiefes, festes Zentralband. Also der Euter sitzt perfekt bei diesen jungen Kehltöchtern. Und insgesamt, denke ich mal, kann man hier sicherlich auch einen starken Punkt dieses Bullen erkennen. Vielleicht sollte man bei der Anpaarung ein bisschen auf die Strichlänge schauen, aber das kann jeder sicherlich auch im Linearbild sich dann anschauen, wie er hier anpaaren sollte. Ja, Kehl, meine Damen und Herren, ist ein Bulle, von dem Sie die problemlose Laufstallkuh erwarten können, mit mittlerem Rahmen, mit ausgeglichenem Typ. Und es ist ein Bulle, der sich vorwiegend eignen wird, um die Fundamente und um die Euter zu verbessern. Ja, und er ist damit sicherlich auch, wenn man das Papier anschaut, ist es auch hier vielleicht das Attribut Outcross heranzuschreiben, ist er sehr breit, auch in der Rotbundzucht einsetzbar, ist ein sehr moderner Vererber. Sie können ihn, denke ich mal, sehr breit anpaaren. Insbesondere Faberblut ist hier sicherlich eine dankbare Grundlage und damit sicherlich eine sehr lohnende Alternative für die Rotbundzucht. Ja, meine Damen und Herren, die Vorführer, die Besitzer der Kühe, die Züchter der Kühe und wir natürlich auch würden uns freuen über einen Applaus für diese hervorragende Rotbund-Nachzuchtgruppe. Vielen Dank.